Hallo Freunde der Spiekultur und willkommen zurück bei SimCity Online. Ja, wir sind auf dem Weg, unsere deutsche Stadt zu bauen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen in Bedrängnis geraten, weil ich glaube, es ist hohe EK und ich mittlere EK, die das Fachwerkhaus zum Beispiel freischaltet. Vom deutschen Städte-Set, aber das ist irgendwie anders als beschrieben. Deshalb müssen wir jetzt mal eben umbauen hier in Richtung große, tolle Plaza. Doppelter Gehweg. Genau, um hier hohe EK-Schichten zu erzeugen. Das gleiche machen wir hier unten. Und hier dazwischen. Die letzte Schicht für die mittlere EK lassen wir mal einfach stehen. Erstmal. Weil vielleicht täusche ich mich ja auch. Vielleicht brauchen wir ja doch nicht hohe EK, um die deutschen Fachwerkhäuser zu kriegen. Aber wir müssen mal gucken. Man lernt ja nie aus. So, dann können wir hier unten noch zwei setzen. Dann haben wir jetzt das Problem, wir haben mehr Schüler, als in die Schule rein können. Das kann man aber recht schnell korrigieren. Wollen die Häuser nicht wachsen, oder? Ja, sie sind noch unentschlossen, in die hohe EK zu steigen. Sogar die hier unten, und die sind richtig. Richtig dunkelgrün. Müssen wir einfach mal hoffen, dass sich was verändert. Währenddessen kann man ja noch weiter aufbauen. So, wir brauchen noch die Müllabfuhr. Dafür habe ich ja ein bisschen Platz hier oben gelassen. Na? An irgendeine Ecke wird es ja noch hinhauen. Macht natürlich erstmal die Leute unglücklich, aber das korrigieren wir jetzt sofort, indem wir einfach Parks bauen. Das ist das Einfachste, um Leute glücklich zu machen. Eine Müllabfuhr. Ah, aber da ist ein Park. Ja, dann finde ich das doch ganz schön hier. So. Dann setzen wir hier noch einen mittleren. Dann ist er nämlich eingeparkt. Ah ja, er braucht ja auch noch die Müllabfuhrwagen dann. Ah, ich hasse es. Jetzt noch da nämlich voll. Jetzt müsste ich die hier oben setzen schon. Dann gibt es, dass man natürlich auch den Müllverbrenner hier auf jeden Fall bauen muss. Wobei ich mich gerade frage, in welche Richtung geht denn der Wind? Ach, der zieht natürlich genau über die Gebiete. Aber kann ich jetzt auch nicht verändern. Dann kriegen die halt ein bisschen Smog ab. Wie viele Sims angeblich ohne Unterricht sind. Obwohl wirklich hier an jeder Ecke dran gedacht wurde, eine wundervolle kleine Busstation zu bauen. Für die Schüler. Und es auch genug Unterrichtsplätze gibt. Ach ja, da war ja was. Hahaha. ja. Deshalb kommt auch keine hohe EK, weil ich die mit den Steuern drücke. So, jetzt klappt es auch mit dem Nachbarn und es werden schöne Wohnungen aufgebaut der höheren EK-Stufe. Villen, und vielleicht sind das hier deutsche Fachwerkhäuser. Man darf gespannt sein, aber ich muss noch das Brandenburger Tor zuerst bauen. Stimmt, das fehlt mir ja auch noch.
Feuer wird das nix. So, gehen wir mal eben auf die optimalen Einstellungen für Steuer. Dann müssen wir mal kurz gucken, wie sieht das aus? Da ist Medium noch. Dann brauchen wir... Hier links haben wir auch noch Gewerbegebiete. Dann können wir ja noch eine Reihe machen für eine mittlere Einkommensschicht. Five, five. Gut. So, und jetzt können wir mal die Ärmsten der Ärmsten ein wenig unterstützen. Und dass die auch glücklicher werden. Und sich dementsprechend auch weiter ausbreiten. Gut. Das erstmal dazu. 986, wundervoll. Der sagt, macht sie doch Glücksspiel, damit die Reichen auch irgendwo hingehen können, ihr Geld verprassen. Ich sag, nein, ist gerade nicht. Am besten wäre, ich schick mir noch mal ein bisschen Geld zu. Welcher von beiden hat denn noch? 200.000 hat er. Er hier oben hat 600.000. Dann gehen wir mal eben nach Cobalt City rüber. Schicken nochmal ein bisschen Geld. Dann setzen wir das Brandenburger Tor. Und dann gucken wir, in welcher Region denn dann sich wirklich die deutschen Fachwerkhäuser aufbauen. Elendige Stadt. Jetzt kann ich mal eben zeigen, wie der Verkehr jetzt am tot ist. neues Metall haben wir drüben. Aber letztendlich, ich habe hier auch Kram aufgebaut, was mir echt leid tut. Wer noch sich an Cobalt City erinnert von vor zwei Parts, da gab es das Casino hier nicht. Und den Luftschiffhangar, der sogar Passagiere transportiert, recht viele, zur Nachbarstadt, womit ich auch den Verkehr entlasten wollte. Und wir sehen aber, das klappt so gar nicht. Wir kriegen ja überhaupt nichts mehr raus aus der City, auch kein Metall, nur noch ganz wenig. Das Casino, komischerweise, läuft super, genauso wie die hochrangigen sonstigen Kulturstätten, Sehenswürdigkeiten. Wir haben hier auch das Brandenburger Tor stehen, aber es entwickelt sich hier halt nichts, weil es alles schon hohe Dichte und nicht mehr mittlere Dichte. So. Das dazu. Und vor allem sind die Leute hier auch unglücklich in der Stadt. Mal gucken. Ne, hier gibt's auch nichts mehr weiter zum Ausbauen. Dann machen wir das, weshalb wir hier sind. Hier seht man, ich habe schon mal einmal 1,5 Millionen rübergeschickt. Jetzt schicken wir nochmal so 300.000, weil die Stadt braucht ja auch noch ein bisschen Geld, um zu überleben. Ach, ich wünschte, das ging mit eintragen. Dann schicken wir mal das Geschenk. Warten eine Sekunde, bis das hier abgezogen ist und gezeigt wird, es geht rüber. Dann verweilen wir ganz kurz in der Stadt, nicht, dass das Geld dann irgendwie wieder verschwindet. Gucken ein bisschen, wie das Casino läuft. Wundervoll. Wundervoll. Alles super. Hier sehen wir nämlich, das Metall ist voll, aber es wird nichts mehr rübergeschickt, weil die Transporter einfach nicht mehr vernünftig schaffen, in die Stadt zu kommen. Obwohl, es sieht jetzt gerade sogar besser aus, als ich das letzte Mal in dieser Stadt war. Wahrscheinlich, weil inzwischen die Transportmöglichkeiten die neuen besser greifen. Boah, 9000 Passagiere mit einem Bahnhof. Und ich gehe angeblich bankrott. Weil irgendwas macht keinen Profit mehr. Beziehungsweise teilweise werden auch die Sehenswürdigkeiten, die werden irgendwie falsch berechnet. Was ich aber auch schön finde an der Stadt, ist, dass ich inzwischen ja 19.000 potenzielle Touristen habe jeden Tag.
Und das ist natürlich eine ganze Menge. Damit lässt sich schon einiges vollladen. Und auch in die positive Bilanz ziehen. Hier sieht man auch, dass natürlich zuerst die Hotels vollgemacht werden, die am Eingang stehen, weil dann die ganzen Touristen da einchecken. Ne? Wir kennen es ja, der Agent sucht sich das nächste Ziel. Dementsprechend läuft es dann hier ab. So, der war eh tot, deshalb waren auch kaum Touristen da drin. Haben wir noch irgendwas? Na, noch was zum Abreißen hier? Da. Gut. Oder auch nicht. Ach, Schlagzeilen, Zombies. Ist mir jetzt egal. Weg hier. Die Stadt ist verdammt. Ein Schluck Flüssigkeit für die Stimme. So. Das Geld sollte jetzt relativ schnell ankommen, weil es wird ja inzwischen digital verschickt. Es stand so in den Patch Notes. Geld wird nicht mehr mit einem Wagen transportiert, sondern wird digital verschickt. Was natürlich auch ein Schlag ins Gesicht ist von Maxis zu allen letztendlich, weil sie den Verkehr einfach nicht hinkriegen. Und deshalb davon ablassen, die Sachen dann weiterhin mit dem Fahrzeug hier reinzuschicken. Müssen wir mal überlegen, wo das Brandenburger Tor. Wo werden die ersten großen Läden eröffnet? Ach, da. Gut. Nur auf der Durchreise. Das sind immer die besten. Nur 94. 780 Passagiere am Tag. Tja, so ist das. Na, kommt das Geld noch? Ach, am Arsch. Nehmen wir einfach einen Kredit auf und gucken mal eben. Dann reißen wir ihn ein. Nehmen den Park weg. Brandenburger Tor, Brandenburger Tor, wo bist du? Da. Bam. Und es gibt nur das jetzt. Müssen wir natürlich gucken, ob sich irgendwas daraus entwickelt. Dann kann man hier noch so ein bisschen Natur dran bauen. Sehr schön, wie das funktioniert. Ah, jetzt. Ist natürlich doof, dass jetzt hier neben auch mittlere EK ist oder so Misch-EK. Aber dann ist das halt so. Und jetzt kann man gespannt sein, oder? Werden Fachwerkhäuser entstehen? Ah, ja, hier sind sie. Die ersten deutschen Wohnungen. Juhu! Da auch. Und das ist hohe EK. Mittlere EK wird wahrscheinlich weiterhin gleich aussehen. Plus 1 in der Stunde. Das ist natürlich eine schlechte Einnahmenquelle. Wir lieben die neuesten Gebäude der Stadt. Aber möchte man eine Stadt haben, wo nur Reiche leben?
Wo sollen die alle arbeiten? Okay, neue Gewerbegebiete werden auch aufgebaut. Plötzlich habe ich 1405 plus. Null Touristen am Brandenburger Tor. Das ist auch ein wenig irritierend wieder. Warum ich denn nichts in dem Bereich kriege. Weil immerhin habe ich doch Züge. Wovon natürlich die meisten am ersten Zug aussteigen. Und irgendwie komischerweise habe ich jetzt ganz viel Zufahrer. Ah nee, das... Ja... Problematik ist natürlich hier auch, dass wir sehr viele Pendler haben. Weil die niedrige EK, da sind halt viele Arbeitslose dabei. Wie hätten wir es hier gemacht? Wir haben von links nach rechts gebaut, okay. Auch ganz unten? Ne, ganz unten haben wir den hier gemacht. Und dann können wir hier den so aufbauen. Wir wollen nur deutsche Gebäude. Kostenintensive Geschichte. Mal gucken, ob sich das gleich bessert. Wenn die Fachwerkhäuser fertig sind. Das sieht schon typisch deutsch aus. Sieht nicht wie Duisburg aus, aber immerhin deutsch. So, die Low-Budget-Parks können wir mal abreißen. Lustig ist, dass direkt mittlere Dichte entstanden ist. Viele Jobs, die nicht besetzt sind, weil wir keine niedrige EK mehr haben. Arbeiter. Nur Reiche. So, jetzt sind wir im Plus mit 2000. Jetzt können wir aber natürlich auch ums Brandenburger Tor mal die Parks abreißen und gucken, ob wir nicht die großen hier hinkriegen. Beziehungsweise die etwas größeren, aber ich sehe schon, das klappt nicht gut. Das ist auch zu dicht. Dann lassen wir die schmalen hier dran. Die bringen ja auch ein bisschen was. Das sieht auch ganz hübsch aus. Wenn man die Bäumchen nochmal... Oh mein Gott, ich habe gesagt, es sieht etwas ganz hübsch aus. Es gibt immer ein erstes Mal. So, das sind ja auch nicht für Reiche... Parks, da machen wir lieber in Classic. Ja. Städtische Heißluftballons. Ach, das Geld ist da. Kostet mich 600. Okay, bauen wir die städtischen Heißluftballons für Reiche und auf der anderen Seite hier die kleine Konzerthalle, die vor allen Dingen eine unglaublich große Range hat. Der SimCity Denkmalpark, naja, ist eine ganz nette Geschichte.
Kann man auch mal bauen. Aber dafür reißen wir erstmal hier diese mittelprächtigen Parks ein. Die brauchen wir nämlich nicht mehr, wenn wir nur noch hohe EK haben. Wollen. Ich will's ja. Willst du's auch? Dr. Proof, jetzt live. Ruf mich an. Nutze den kostenlosen Code. 7777. From behind. Ach ja. Das erinnert mich immer an RTL 2. So damals. Wo man wirklich mit einer Telefon-Hotline nach der anderen bombardiert wurde, bis man irgendwann nur noch erschöpft einschlafen konnte. Oh, auch nur normale. So, nehmen wir da auch wieder. Parks, Parks, Parks. Dann können wir hier noch den setzen. So, jetzt haben wir gerade Minus. Das liegt aber daran, dass wir so viele Gebäude gerade hochziehen. Haben noch 300 Arbeiter der unteren EK. Wie auch immer. Viele Pendler von außerhalb, viele nicht besetzte Jobs, haben viele Arbeitslose in der höheren EK-Stufe, wo wir einfach mal abwarten müssen. Der hässliche SimCity-Denkmalpark, weißt du? Das ist echt eine Hausnummer. Vor allem geht da eh keiner hin. Genauso wenig wie jemand hier in den Heißluftballonpark geht. Ah, wenigstens kommen inzwischen ein paar Touristen zum Brandenburger Tor. Und beschleunigen da den Aufbau. Ach ja, da war ja was. Ich hatte ja mein Rathaus. Das sollte auch wieder ein bisschen mehr glückliche Leute erzeugen. So, das Rathaus kriegt auch noch ein bisschen Verzierung. Dann sieht es am Ende wirklich so aus, als wenn es aus einem Trailer von SimCity kommt. Nee, das finde ich doof. Scheiße an der Stelle, dass man eigentlich nichts hat, was man da direkt dran setzen kann, dass das so aussieht, als wenn es dahin auslaufen würde. Weil du hast ja hier diesen Gehweg. Okay, der könnte dann so in etwa aussehen, wenn man ihn dran setzen könnte. Dass wenn der Gehweg ausläuft in den anderen Park. Aber generell... Ja, hier, aber dann hat der auch wieder lauter Öffnungen in alle Richtungen. Ist ja auch irgendwo doof. Wir setzen es einfach mal, obwohl es meines Erachtens nicht schön ist. Vor allem, weil wir hier auch das Problem haben, dass hier einfach Lücken drin sind im Aneinanderbauen. Und das macht es halt einfach nicht schön. Sieht schrecklich aus. Wenn wir mal ehrlich sind.
Vor allem, warum habe ich eigentlich so einen Rückstau? Obwohl ich hier überhaupt kaum noch Leute habe. Fast nur noch Reiche, ein paar ärmliche Bewohner. Wir sind böse, weil es keine Arbeiter gab. Ja, Industrie können wir mal ganz runtersetzen. Wir können mal einen Kredit bezahlen. Ist ja auch ein guter Zeitpunkt. Sympathiewerte sind echt schlecht. Ich weiß gar nicht, warum hier in der Mitte der sich so anstellt, wegen der... Jetzt werden da auch Fachwerkhäuser hochgezogen. Setzen wir hier unten noch ein. So, langsam wächst die Stadt. So, aber wir sind am Ende unserer Zeit. Wir werden jetzt mal gucken, wie können wir denn noch ein schönes Bildchen machen. Ich glaube, so ist ganz schön. Beep, 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 beep. Gut, Freunde der Spielkultur. Ich sag, bis zum nächsten Mal, euer Doc. Wir hören uns. Ciao.